Herzlich willkommen zurück in Venedig. Der nächste Part von FIFA Street steht an. Wir stehen im Halbfinale des Fünfer Teams Events. Und die Streetballers sind unsere nächsten Gegner. Haben wir gegen die schon mal gespielt? Ja, haben wir schon mal. Genau, das waren die da. Panner Player. I'm scared. Nein, ganz ehrlich, auch jetzt im Viertelfinale, nachdem wir... Im Halbfinale müssen wir natürlich jetzt genauso aufpassen wie im Viertelfinale, denn im Viertelfinale war ja teilweise schon richtig stark, was die Gegner da gezeigt haben. Nur 5-4 gewonnen. Also, ohohohoho, und jetzt zaubern sie sogar. Okay, also hier heißt es jetzt von Anfang an volle Konzentration und nicht irgendwas schickimicki schön machen und so, sondern konzentriert an die Sache rangehen. Oh, das sieht schon wieder gar nicht gut aus. Aber gut, jetzt haben wir natürlich die Konterchance. Oder auch nicht. Ja, dann haben wir halt keine Konterchance. Nee, ernsthaft, das sieht sogar richtig schlecht aus. Oh, da wollte er extrem geil jonglieren. Wir gehen vorbei, passen und da gehen wir auf Nummer sicher. Und stauben auch richtig gut Punkte ab. Klasse, dass da Phoenix den jetzt sogar noch trotz Stopper gemacht hat. Schon fast beeindruckend, aber da muss ich auch sagen, da war ein Torwartfehler. Was, wie der die Beine da gerade offen hatte, also das war... schon fast abnormal. Oh, schöner Weitschuss von Wolf. Konnte man sogar glatt mal bringen. Okay. Na, 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 na. Jetzt pass auf. Den kriegen wir auf jeden Fall jetzt lang auf Wolf. Naja, nicht ganz. Jetzt hat er aber vielleicht. Okay. Schon besser. Jetzt stehen die natürlich ganz schön dicht da hinten drin. Okay, und den lässt er kalt aussehen. Aber da war natürlich klar, dass da nichts mehr zum Schuss kommt, weil da der Ball doch, der Verteidiger doch viel zu nah stand. Ja, der Kaiser, das war schon fast risky. Okay, scheiß drauf, scheiß drauf. Geht schon, geht schon, geht schon. Den Ball holen wir uns gleich wieder. Versuche jetzt mal hier im Halbfinale gleich auf Nummer sicher zu gehen und nicht irgendwie das Ganze... Ah, schade. Da waren wir leider nicht mehr dran. Phoenix und Muschi haben alles gegeben, aber... hat nicht ganz geklappt. So, oh, geil, wie er da durchgeht. Unglaublich. Und, ach, schade. Schade, an beiden Spielern vorbei. Einen sogar noch getunnelt. Den zweiten wohlgemerkt. Das ist das meist, das ist erst recht beeindruckend an der ganzen Geschichte. Ah, oh, da hätte er vielleicht früher schießen müssen. Okay, okay, kommt er noch, kann er noch passen? Kann er noch schießen? Okay, naja, das war jetzt ein bisschen zu verwirrend, glaube ich, für alle Beteiligten. Unter anderem auch für mich. So, dann spielen wir halt zu Muschi. Ja klar, warum nicht? So, was machen wir jetzt? Ein Übersteiger. Und da muss Muschi gleich raus, weil es war gefährlich. Okay. Oh, was zur Hölle macht er denn da? Okay, gut, dass er sich Zeit lässt hier. Er hat gleich geschossen und dann wäre es ziemlich schlecht gewesen. Okay, gut macht er das, gut macht er das. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank recht zur Stelle. Und jetzt einfach nur noch einen Körperantäuschung und rein damit. Gar, da kam der Torwart gar nicht hinterher. 1100 Punkte. Richtig geil. Der Torwart hechtet erst, nachdem der Ball eigentlich schon im Tor ist. Also, super geil. Wunderbar. Gut, 2-1 sieht schon mal deutlich besser aus als im Viertelfinale. Heißt aber natürlich noch nichts. Wir haben ja auch gerade eben, nachdem wir das Tor gemacht haben, einen kassiert. Und das könnte eventuell schon wieder passieren. Ach, gut, dass er dann nicht nachsetzt. Oh, schade, war eine nette Idee. Schauen wir mal, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, Phoenix stand da nicht schlecht. Oh, oh, oh. Na gut, dann war es das halt jetzt erstmal. Oh, ich weiß gerade, was ich mal mit Kaiser versuchen muss, wenn ich mit ihm alleine vorm Tor stehe. Diesen Elastikoheber, den muss ich mal probieren, ob ich da eine Chance habe, über den Torwart drüber zu springen. Das wäre extremst lustig. Oh, das war schlecht. Oh, doch, da. Oh, stark, Muschi. Gut, kann sich sehen lassen. Ah, scheiße, aber an den kommen wir nicht vorbei. Und das Tor geht auf meine Kappe. Es sei denn, wir können da noch was retten. Wir können das sogar noch retten. Gut. Alles klar. Cool. Klar, du kannst noch einmal ins Tor werfen, Muschi. Ja, und du auch. Was habt ihr ausgemacht? Ich glaub's auch.
Okay, das war auch nicht gerade besser. Aber eventuell ganz gut für... Eieieiei. Was da der Torwart noch versucht hat, den Ball irgendwie... Das war schon fast gefährlich, dass er da dem Verteidiger den Ball irgendwie weggeluchst hat. Okay, und jetzt in den Lauf. Geht er vorbei, aber da kommt dann... Nee, er kommt eben nicht vorbei. Er hat es geplant gehabt, aber naja. Planen kann jeder. So, jetzt hat er aber Schramm. Oh, schade. Das war schön. Die Idee war gut. So, jetzt halt aber. Kriegen wir das Tor? Nein, wir kriegen es nicht mehr. Also, das ist sehr beeindruckend. So, Achtung und... Oh, schön, 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 schön. Und jetzt bin ich mir da nicht ganz sicher gewesen, was ich hätte tun sollen. In der Situation habe ich zu viel gleichzeitig, glaube ich, gedrückt. Und letztendlich kam natürlich gar nichts bei raus. Ja, das war auch nicht so super. Naja, mit 2-1 ist das ja noch in Ordnung. Schieß einfach mal, ja! Gut, 3-1, das könnte die Vorentscheidung gewesen sein. Gefällt mir ganz gut. So, jetzt schauen wir mal. Okay, und komm, lange in den Lauf, auf Felix, oh! Nochmal? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ah, ärgerlich. Geht da nix. Oh, knappe Geschichte. Nee, so nicht. Komm schon, komm schon. Ja, nein. Ich will jetzt natürlich nicht unbedingt nochmal einen kassieren. Okay, da hat jetzt... Ah, ne, hat er doch nicht den Platz, den ich mir dachte, dass er den hatte. Klasse! Die Chance muss man nutzen. Pass rüber und schieben. Nein! Lotte! Warum nicht? Und da... Ja, klar. Jetzt rasten sie alle aus. Okay, Torwart geht wieder mit. Oh, shit! Da geht der Muschi noch vorbei. Aber ist egal. Das reicht nicht mehr. Da können die nichts mehr machen. Da war der Elastico. Oh, scheiße. Hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen. Jawohl! Muschi hält. Und damit stehen wir im Finale des italienischen 5 gegen 5 Turniers. Freut mich. Aber wieder nur mit einem Tor. Es wird immer, immer knapper. Und jetzt kommt natürlich das Finale gegen die Street Swills. Schramm mit 8 Toren. Sogar tatsächlich der beste bisher. Krass, ja. Eigentlich hat jeder gut Tore geschossen, ne? Es geht eigentlich, also. Das ganze Team ist einfach super geil eingespielt im Moment. Und gegen die, weiß ich gar nicht, ob wir gegen die schon mal gespielt haben. Penner, Fungi, Roseboom. Keine Ahnung, sagt mir jetzt einfach mal nix. Ist auch vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir dieses Turnier gewinnen, in der Rangliste weiter nach oben stoßen. Und wir letztendlich dann uns langsam warm machen für das Turnier in London. So, also vorwärts. Ich bin gespannt. Alles klar. Oh, 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 da geht er gut an mir vorbei. Und hier muss ich natürlich aufpassen, das ist Finale. Hier dürfen keine Fehler passieren. Oh, 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 zum Beispiel sowas ist eigentlich schon ziemlich riskant. Dass er da nicht schießt, ist mein Glück, kann man mal so sagen. Okay, jetzt, komm, direkt, oh shit, dachte, wenn ich da jetzt direkt lang spiele, habe ich eine Chance, aber da kam ich nicht dazu, so direkt auf den Mann drauf, normalerweise wartet man ja, okay, der war eh so schlecht geschossen, das ist schon fast wurscht, klasse Annahme, da kann man was draus machen, mit Vorlage von Muschi, ja, ist natürlich blöd, wenn man dann natürlich so lange auf dem Boden liegen bleibt, dann ist er nicht gut, oh, okay, geht er lässt dann durch. Gut, nein, 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 da geht noch nichts. Jetzt hat er aber vielleicht einmal rüber. Oh, die Idee war wieder klasse, aber schade, dass da einer stand. So, jetzt hat er aber Schramm, komm. So, klasse durchgegangen. Pass auf, Kaiser. Was ist? Komm. Ah, oh, schade, dass er da nicht vorbeigeschossen hat. Ansonsten hätte ich mir eventuell sogar ein Tor vorstellen können, weil der Torwart ein bisschen weiter vorne stand. Oh, klasse Parade. Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Also wie gesagt, da hinten will ich dicht machen.
Okay, klasse, klasse, klasse. Und jetzt in den Lauf von Kaiser. Leider kommt er nicht zum Schuss. Sehr schade. Okay, Kaiser ist aber nur noch dran. Spielt jetzt auf Wolf. Oh, der kommt wieder auch nicht zum Schuss. Scheiße. Okay, Gegner kommen lassen in dem Fall. Genau dafür nämlich. Ah, schlechter Pass von Phoenix. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Okay, der wechselt die Seite. Das ist Wolfs Chance und in der Mitte sieht man Phoenix. Oh, da hat man schon gesehen. Der wollte da richtig reinhauen. Aber leider nichts passiert. Okay, eine Partie. Oh, wow. Klasse, aber das ist dein Verderben, mein Freund. Das ist dein Verderben. Da wolltest du es wunderschön machen. Und dann kassierst du vollkommen zurecht von mir. So und nicht anders stelle ich mir das vor. Und wie da, Phoenix, klasse gemacht. Und klasse hier in der Luft getrickst. Schade, dass er jetzt den Ball verloren hat. Hätte man auch viel mehr machen können. Und dann lässt er sich auch nochmal ausspielen. Und das ist das Gegentor. Nein, ist es nicht. Okay, wow. Das war ein bisschen gefährlich, mein lieber Kaiser. Sowas, so eine Vorlage für den Gegner ist riskant. Okay, rüber zu Phoenix. Der lupft und schiebt ihn dann. Nein, nein. Verdammt. Schade eigentlich. War eine gute Situation. Die letzten Sekunden der Halbzeit brechen an. Der Pass war natürlich blöd, weil man hat gesehen, dass der da... Okay. Alles gut. Alles gut. 1-0 zur Halbzeit. Ist eigentlich okay soweit. Aber da sollte man sich nicht drauf ausruhen. So, oh, das war natürlich ganz schlecht. Oh, Latte. Mordsglück gerade gehabt. Unglaublich. Also den habe ich schon drin gesehen. Aber jetzt im zweiten Anlauf. Okay. Ja, da stand Muschi zu weit am kurzen Pfosten. So. Okay, zu weit vorgelegt hier. So, jetzt bitte wieder ein bisschen Konzentration. Ich bin unglaublich abgelenkt gerade. Aber jetzt, das kriege ich schon hin. Geht nicht vorbei, aber hat den Ball noch, hat den Ball nicht mehr. Scheiße. Okay, nicht gut, was jetzt hier gerade passiert. Okay, das, naja, das klappt irgendwie nicht so ganz. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie man den Move am besten einsetzt. Ah, klasse. Also die Verteidigung ist auch von denen hier im Finale richtig gut. Vielleicht sollten wir dann lieber einen Übersteiger machen. Und uns dann den Ball mal richtig... Oh, da schießt er den Schramm ab. Was zur Hölle. Muss doch nicht sein jetzt hier. Bloß weil Schramm in der Torjägerliste führt. Nein, da passt er. Da hätte er schießen müssen. Da hätte er definitiv schießen müssen. Oh, schade. Da hätte er den Ball auch noch abfangen können. 1-1. Noch 1,45. Verdammt, 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 verdammt. Ah, riskant. Okay, gut, dass er den jetzt gerade nicht getroffen hat. Verdammt gut. So, schöner Pass. Schramm, das muss er machen. So ist es. So ist es. Gott sei Dank. Alles klar. Und weiter, und weiter, und weiter. So, klasse. Wie sie Phoenix immer wieder durchsetzt. Das ist einfach, also der hat sich so gesteigert im Verlauf dieses Let's Plays. Unglaublich. Fast schon unverzichtbar, wenn wir auf so einem Feld spielen. Zwar nur, wenn wir auf so einem Feld spielen, aber dann richtig unverzichtbar. Okay. So mit 2-1 haben wir noch eine Minute. Das sollte doch eigentlich der Sieg sein. Das riecht nach Pokal. Passt jetzt nochmal in den Lauf. Kaiser hat Platz und macht die Entscheidung nicht. Schramm, das kann nicht sein. Wie wahrscheinlich ist es, dass man zweimal hintereinander an die Latte schießt, ne? Wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist das? Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Bitte sagt mir nicht, dass ich deswegen jetzt noch verliere. Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Gegner dann auch noch gegen den Pfosten schießt? Platz ohne Ende. Pass und das ist die Entscheidung. Oh mein Gott, Leute. Ist das zu fassen? Das ist die Entscheidung. Das ist der Turniersieg. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Ja, da kannst du jetzt tanzen, was du willst. Keine Chance. Und da, oh, schade, dass er sogar nochmal dabei gekommen ist. Egal, das ist das Wichtigste. Die Wolves. Ja. Die Wolves gewinnen das Turnier und das ist der nächste Pokal in ihrer Street-Karriere. Yes! Ich höre Feuerwerk, ich sehe keins. Und wenn schon. Ja, gefällt mir. Saugeil im Übrigen auch hier die ganze Arena jetzt hier auf dem Wasser drauf. Gefällt mir richtig gut. Eigentlich eine Arena, die mir vom Stil her sehr gut gefällt. Damit haben wir das nächste Turnier für uns entschieden. Und können damit einen von den Africa All-Stars sogar freispielen. Aber nach... Oder auch nicht. Ach nein, wir haben das Team Africa All-Stars freigespielt. Ah, jetzt hat er was. Schromm 9, Phoenix 8, 5 Flynn, 4 Kaiser. Das sind ordentlich Tore. 5-3-3 hier in der K.O.-Runde. Alles wunderbar. Das gibt jetzt wieder 1250 Punkte dazu, wenn ich das richtig sehe, dass es immer gleich viele Punkte gibt eigentlich, oder? 9300 sogar. Oh. Okay. Ist gut. Ist cool. Damit haben wir 2550 und machen einen Riesensatz auf Platz 13 und sind damit 1 vor Tit Streetballers. Ja, kaum zu fassen eigentlich, oder? Cool. Lustig. Gut, wir haben jetzt nur noch Turniere. Ich kann nichts anderes mehr anbieten, aber als nächstes kommt ein Freestyle-Turnier und das ist natürlich schon deutlich cooler in Barcelona, in meiner zweiten Heimat. Da freue ich mich sehr drauf. Und in Notre Dame in Frankreich werden wir dann mal wieder online spielen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Freestyle-Turnier wird bestimmt geil und wird bestimmt auch ziemlich lange gehen, wenn ich wieder Pech habe. Na, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.